Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Heute spielen wir Shakes and Fidget und zwar in der remasterten Version. Und dieses Video ist in einer Zusammenarbeit mit Playa Games hier entstanden. Aber Leute, ihr wisst ja, ich arbeite nur mit etwas zusammen, wo ich auch voll dahinter stehe. Und ich finde Shakes and Fidget, obwohl das Spiel schon sehr alt ist, das Spiel kam 2009 auf den Markt, hat es was. Es hat ein gewisses Etwas, besonders in der heutigen Zeit, wo alles mega schnell ist und drüben und drüber und je mehr Effekte, umso geiler, je geilere Grafik, umso geiler. Aber das hat Shakes and Fidget nicht. Aber das Spiel läuft im Browser, am Handy und überall, Leute. Und wir werden in diesem Video eine Gilde gründen, da könnt ihr dann mit mir zusammen spielen, denn ja, ich werde Shakes and Fidget auch nach diesem Video hier weiterhin spielen. Und ja, ihr könnt darauf reinkommen. Hier werde ich die Gilde dann gründen. Ich habe schon dieses 10 Gold, aber Leute, ja, Shakes and Fidget, was kann man da machen? Shakes and Fidget ist ein Rollenspiel und wir nehmen da gleich mal einen Quest an, wie es bei einem Rollenspiel so üblich ist, und zwar in der Taverne, Leute. Und hier sollen wir gleich mal ein Abenteuer wählen und wir nehmen, glaube ich, dieses Abenteuer 3 hier, die Höhle. Und was ich noch sehr cool finde bei Shakes and Fidget sind diese Texte hier, denn die sind immer mega witzig geschrieben. Hast du Zeit für einen kleinen Auftrag? Reise zur Totenkopfinsel. Dort soll es eine versteckte Höhle geben, aber ernsthaft, glaubt eigentlich keiner daran? Eigentlich soll ich mir das mal ansehen, aber ich würde mich besser fühlen, wenn du das übernehmen. Wenn du das übernimmst. Und wenn du es magst, mach es cool. Klaro, und wir bekommen hier dafür 19 Gold, 1073 Erfahrungspunkte, 3 Minuten 20 dauert der Auftrag und eine Lederhandschuh, und den möchte ich gerne haben, denn der gibt mir plus 16 Rüstung. Ich würde sagen, wir nehmen das gleich mal an. Würde normalerweise 3 Minuten 19 dauern, aber ich habe hier so eine Treibsanduhr der Ungeduld und die werde ich hier gleich mal einsetzen. Und somit überspringen wir diese 3 Minuten. Und ja, hier ist der Kampf, der ist etwas animiert, aber ich mache diesen dubiosen Dieb auf Stufe 9, Stufe 8. Easy weg, Leute. So, dann nehmen wir gleich mal an. Und jetzt legen wir natürlich gleich mal unsere Handschuhe an. Aber zuvor würde ich sagen, nehmen wir noch einen Quest, damit wir hier nicht unnötig Zeit vergeuden. Der dauert nur 50 Sekunden. Deswegen würde ich sagen, los geht's. So, hier ist mein Charakter. Hier ist mein Inventar. Das geben wir hier gleich mal rein. Und diese Handschuhe verkaufen wir um wahnsinnige 0,06 Gold. Ich habe mir übrigens den Drachengreif hier gegönnt, damit ich meine Abenteuer hier schneller erledigen kann. Hat 15 bzw. 25 Pilze hier gekostet. Ich glaube, das wird immer teurer. Ja, wie gesagt, ich habe den um 15 Pilze gekauft. Und hier verringert sich die Reisedauer um 50%. Man kann sich auch einen Raptor holen, minus 30%. Dann hier beim Wolf minus 20% und beim Schwein minus 10%. Ich habe mir gedacht, ich gönne mir gleich den Greif, damit das mega schnell geht. Dungeons kann ich momentan leider nicht betreten, denn dafür bräuchte ich einen Schlüssel. Und die Schlüssel findet man beim Abenteuer. Leider noch nichts. Und hier kann ich meine eigene Festung bauen. Kostet hier 100 Gold, habe ich leider noch nicht, aber es wird, Leute. Ich habe 56 Gold, ich habe mega viel ausgegeben, damit ich meinen Charakter hier upgraden kann. Denn man kann sich hier durch Gold bessere Fähigkeiten erkaufen, beziehungsweise Statuswerte erkaufen. Und das wird immer teurer, wie mehr man klickt. Ich habe mir extrem viel Glück schon gegönnt und auch viel Stärke. Ich würde sagen, wir holen uns hier noch etwas Ausdauer, damit wir hier besser überleben können. Ja, nicht zu oft klicken, denn ihr merkt schon, es wird immer um 0,05 teurer. Hört sich sehr, sehr wenig an, aber es ist dann eigentlich viel, wenn man so einfach nur wild drauf losklickt. Ich spiele dieses das Game momentan im Browser. Ich habe schon mal die normale Version gespielt. Wie gesagt, das ist jetzt die Remasterte. Die Grafik ist besser, es gibt bessere Animationen und das ist schon ziemlich nice. So, ich würde sagen, wir machen auch noch das hier. Und auch hier klicken wir gleich mal auf Überspringen, damit das etwas schneller geht, damit wir hier unsere 20 Gold sofort bekommen. So, was noch cool ist, ist die Arena, denn es gibt natürlich auch PvP hier bei Shakes and Fidget. Und da schauen wir gleich mal rein, denn ich möchte hier in der Rangliste, die wir hier unten haben, etwas weiter aufsteigen. Ich bin momentan auf Platz 15.139 und Leute, wenn ich nachher den Clan erstelle, unbedingt daran denken, dass ihr in Welt Nummer 30 geht. Das ist die neue Welt. Die wurde vor ein paar Tagen released und darauf spiele ich natürlich. Und ihr müsst unbedingt hier auf Welt 30 gehen, damit ihr
da mitspielen könnt. Ich spiele übrigens auch einen Kampfmagier. Das ist auch eine neue Klasse, die mit der remasterten Version eingeführt wurde. Und ich spiele einen Dunkelelfen und wir steigen gleich eine Stufe auf, wenn wir hier noch was abschließen. So, das dauert aber alles so lang. Weil ansonsten können wir keine Arena-Kämpfe machen. Aber egal, ich würde sagen, wir kämpfen hier. Die sehen alle recht stark aus. Naja, gegen die könnten wir fast kämpfen. Stufe 8, aber ich würde sagen, ich gebe mir hier noch etwas mehr Ausdauer bzw. auch Stärke, damit das hier alles easy, damit das hier alles kein Problem ist. So, okay, da komm, dann machen wir noch etwas. Und hier auch noch etwas auf 50. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich immer eine gerade Zahl überall haben muss. So, aber jetzt können wir in die Arena gehen und kämpfen mal gegen sie. Ja, Intelligenz, aber das brauchen wir als Kampfmagier nicht. So, die ersten 10 Kämpfe kämpft man auch um Erfahrung. Wow! Okay, ja, ich glaube, das gewinnen wir. Wir fügen hier immensen Schaden zu. Ja, yep, sehr, sehr cool. 5 Gold haben wir hier gewonnen. Und auch Erfahrung haben wir, glaube ich, bekommen. So, wo kämpfen wir noch? Gegen ihn? Ich weiß nicht. Ich will irgendwie... Braucht er mehr Stärke, um mich hier sicherer zu fühlen. Und mehr von dem hier. So, rein in die Arena. Ja, kämpfen gegen den. So, Arena-Kämpfe für Erfahrungspunkte. Noch 8 von 10. Ja, und ich möchte natürlich auf Level 10 hier aufsteigen. Okay, ja, ich glaube, das gewinnen wir. Ich klicke hier mal auf Überspringen, Leute. Ja, easy. 71 Erfahrung, 100 Ehre und wir sind gleich mal 1368 Ränge aufgestiegen. Das ist schon fett eigentlich. Wo befinden wir uns jetzt? Ja, wir befinden uns jetzt auf Rang 12.446. Das ging recht schnell. Wie gesagt, der Server ist vor kurzem erst eröffnet worden. Deswegen ist es ziemlich leicht, dass man da aufsteigt. Aber ich würde sagen, wir erstellen jetzt mal eine Gilde. Kostet ja 10 Gold und wir nennen die natürlich Danny's Crew, Leute. Kommt in Danny's Crew, Gründung kostet 10 Gold, ich habe jetzt nur noch 2. Ja, ich bin jetzt momentan alleine, aber ihr dürft hier gerne reinkommen. So, ich ändere hier mal das Schild. So, was wollen wir hier als Hintergrund haben? Das finde ich recht cool, den Baum. Bandrolle. Ah, okay, das ist unten. Ah, die Farbe ist auch nicht so geil, aber wir übernehmen das gleich mal, Leute. Wir übernehmen das. Ich will hier nicht zu viel Zeit damit vergeuden. So, gibt es hier einen kurzen Quest? Nö, dann gehen wir in die Arena. Dann gehen wir eindeutig in die Arena. So, jetzt wird's tricky, wen wir hier auswählen. Und ihr seht immer schon, wenn ihr drüber fährt mit der Maus, vergleicht das System schon. Lieber Laszlo. Kann ich hier noch irgendwas upgraden? Rüstung habe ich ja 33. Ah, wir könnten in den Waffenladen gehen und mal schauen, ob es da was gibt, was uns hier nach vorne haut. Nö, gibt's nichts. Deswegen, ja. Ah, okay, jetzt müssen wir warten, Leute. Stimmt, wir können ja immer nur eine gewisse Zeit hier, immer nach einer gewissen Zeit nur kämpfen oder einen Pilz eben hergeben. Vorhin hatte ich einen Pilz, aber na gut. Wir können natürlich auch noch am Glücksrad drehen. Da ist pro Tag ein Dreh frei. Es wäre jetzt schön, wenn wir hier einen Pilz bekommen würden. Komm. Yes! Wir haben 3 Pilze gewonnen. Das ist ziemlich cool. Aber ich gehe jetzt, glaube ich, in den Waffenladen und hole mir hier neue Ware. Haben wir hier irgendwo was Besseres? Yes, das sieht gut aus. Zu wenig Gold. Wie viel kostet das? Nein! So, einen Hut hätte ich auch noch nicht. Okay, das ist natürlich blöd. Okay, wir könnten einfach einen Kampf machen. Da bekommen wir normalerweise Gold, oder? Ja komm, lass kämpfen gegen den. Yes, 1,66 Gold haben wir hiermit gewonnen. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns den Hut, weil wir haben noch keinen Hut angelegt und ich glaube, das wäre hier am schlausten, wenn wir uns das holen. So, minus ein Pilz, somit kann ich leider nicht mehr in der Arena antreten, aber wir können hier einen neuen Quest machen. Gekonnt, geknallt, hier würden wir eine Rüstung bekommen, aber der ist nicht so geil. Dann nehmen wir das, da bekommen wir 21 Gold. Na, du Knalltüte, brauchst du einen Job? Du solltest den Halbzwerg nach Gnarogrim ins Zwergenreich begleiten und verlieren nicht. Er ist ziemlich klein, alles klar. Alles klar, ich starte hier gleich mal den Quest und ich finde, ja, Shakes and Fidget, es hat einfach so das gewisse Etwas. Und man kann es nebenbei spielen, wenn man im Web surft oder irgendwas, kann man hier einfach mal die 3 Minuten machen. Man sieht es auch oben im Tab.
sieht man dann, wie lange das noch dauert, und das finde ich auch ziemlich cool, kann man gleich hin und her switchen. Und ja Leute, falls ihr in meinen Clan wollt, wie gesagt, in meine Gilde, sorry, so heißt das hier, Welt 30, Danny's Crew, da oben steht's, joint mal, das wäre schon ziemlich cool, wenn ihr hier vorbeischauen würdet. Und die remasterte Version ist auch sehr, 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 sehr nice. Wie kommt ihr da hin auf die remasterte Version? Wenn ihr nicht gleich hinkommt, müsst ihr hier unten auf dieses Zahnrad Optionen, und hier könnt ihr dann auf die remasterte Version zugreifen. Hier könnte ich auf die Flash-Version, aber ich möchte hier auf die remasterte Version. Und ja Leute, die Links dafür findet ihr in der Beschreibung. Da einfach draufklicken, da kommt ihr dazu hin. Wäre cool, wenn ihr da draufklicken würdet. Und ihr könnt das Ganze auch über Steam spielen, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Ja Leute, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich warte hier mal, bis die Taverne hier abgeschlossen ist. Und es schneit hier auch. Es ist ja Winter. Deswegen, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao.